Herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung Nix wie weg, Auslandsaufenthalte im Studium. Ich bin Martina Hart und zeige euch heute, welche Vorteile euch ein Auslandsaufenthalt im Studium bringt und welche Destinationen und Optionen euch dafür an der HFWU zur Verfügung stehen. Durch einen Auslandsaufenthalt im Studium habt ihr die einzigartige Chance, eine längere Zeit im Ausland zu leben und den Alltag und die Kultur des Landes viel intensiver als im Urlaub kennenzulernen. Ihr knüpft jede Menge Kontakte und Freundschaften und entwickelt eure Persönlichkeit weiter. Als Bonustrack sammelt ihr Pluspunkte für euren Lebenslauf und verbessert eure Fremdsprachenkenntnisse. Egal für welche Option ihr euch entscheidet, es lohnt sich in jedem Fall. So profitiert ihr bei einem Auslandsstudium in erster Linie davon, euer Studienfach aus einer anderen Perspektive zu sehen, es um weitere internationale Aspekte zu bereichern und interkulturelle Kompetenzen durch beispielsweise internationale Gruppenarbeit zu erwerben. Bei einem Praxissemester im Ausland geht es hauptsächlich darum, internationale Arbeitsweisen kennenzulernen. Study-Tours hingegen bieten denjenigen unter euch, die zum ersten Mal alleine ins Ausland gehen, die Möglichkeit, in der Gruppe in einem zeitlich begrenzten Zeitraum Auslands- und Facherfahrung zu sammeln. Als Vorbereitung für euren Auslandsaufenthalt könnt ihr durch eure Beteiligung an der HFWU bei Internationalization at Home durch diverse Aktivitäten erste Auslandserfahrungen sammeln. Dadurch gewinnt ihr nicht nur Sicherheit für einen späteren Auslandsaufenthalt, sondern sammelt auch Pluspunkte für euren Lebenslauf. Ihr sammelt soziales Engagement, das ihr nachweisen könnt, und somit verbessert ihr eure Chancen auf ein Stipendium. Welche konkreten Vorteile ihr bei einem Auslandsstudium an der HFWU im Vergleich zu anderen Hochschulen habt, möchte ich euch jetzt im Detail vorstellen. Bei uns an der HFWU stehen euch über 170 Partnerhochschulen zur Verfügung. In unserem Infoportal Mobility Online auf unserer Website findet ihr dazu jede Menge Informationen. Bevor ihr aber euch wahllos durch den Infodschungel kämpft, solltet ihr euch ein paar Kriterien überlegen, die für euch besonders wichtig sind. Besonders wichtig ist zum Beispiel vielen HFWU-Studierenden, dass es durch ein Auslandssemester zu keiner Studienzeitverlängerung kommt. Deshalb regeln wir die Kurswahl an der Partnerhochschule und auch die spätere Anerkennung dieser Kurse auf euer HFWU-Studium bereits im Vorfeld eures Aufenthalts durch ein sogenanntes Learning Agreement. Falls ihr nicht die passende Option gefunden habt, wir arbeiten mit vielen Organisationen zusammen, die weitere Hochschulen im Angebot haben und euch zusätzlich zu unserem Unterstützungsangebot weiterhelfen. Falls ihr euch für einen internationalen Abschluss oder Doppelabschluss interessiert, seid ihr bei uns an der richtigen Adresse. Ein internationaler Abschluss bedeutet, dass ihr durch Auslandsaufenthalte in eurem Studium und gegebenenfalls weitere Leistungen euren HFWU-Abschluss um den Zusatz international erweitert. So wird zum Beispiel aus dem Abschluss Zukunftsökonomie International Economics oder aus Betriebswirtschaft International Business Administration. In diesen Studiengängen könnt ihr im Laufe eures Studiengangs entscheiden, ob ihr diesen internationalen Abschluss erwerben wollt. Wir haben aber auch Studiengänge wie zum Beispiel Internationales Finanzmanagement, wo ihr bereits mit der Aufnahme des Studiums entscheidet, dass ihr ein verpflichtendes Auslandsstudienjahr verbringt. Ergänzend zu der Option internationale Abschlüsse habt ihr darüber hinaus die Option, durch einen Auslandsaufenthalt an bestimmten Partnerhochschulen im Ausland noch den Abschluss dieser ausländischen Partnerhochschule zu erwerben. Dies ist aktuell möglich an der Dankook University in Korea, an der University of Pisa in Italien oder der University of Sunshine Coast in Australien. Weitere dieser sogenannten Doppelabschlüsse sind in Arbeit. Ein Auslandsstudium muss natürlich finanziert werden. Deshalb bekommt ihr von uns viele Infos und Hilfestellungen zu Finanzierung und Stipendien.
um euren Auslandsaufenthalt zu finanzieren. Wie viel euch ein Auslandsaufenthalt letztendlich kostet und welche Finanzierungsmöglichkeiten euch dafür individuell zur Verfügung stehen, hängt von vielen Faktoren ab. Fakt ist, an vielen Partnerhochschulen werden keine Studiengebühren fällig. Die Bewerbung für ein Auslandssemester an der HFWU ist übrigens denkbar einfach. Im passenden Bewerbungszeitraum, Achtung, das ist ein Jahr vor dem geplanten Aufenthalt, loggt ihr euch in unser Mobility Online Portal ein, komplettiert eure Personenstammdaten um einen Sprachtest und englischsprachigen Lebenslauf, fertig. Kein lästiges Motivationsschreiben oder Rücksprache mit der Fakultät. Falls ihr jetzt richtig Lust auf einen Auslandsaufenthalt habt, aber euch noch nicht so richtig traut oder einfach im Vorfeld mehr über euer geplantes Zielland erfahren oder Leute kennenlernt, haben wir das Richtige für euch. Internationalization at Home. Engagier dich als Buddy und helfe ausländischen Studierenden, sich bei uns zurechtzufinden. Verbessere deine Sprachkenntnisse im Tandem, bei internationalen Veranstaltungen oder englischsprachigen Vorlesungen. Oder komm zu unseren Veranstaltungen im International Student Club, wie zum Beispiel Pumpkin Carving oder Grocery Bingo, in denen du nette Leute aus dem In- und Ausland kennenlernst. Fazit: Bei uns an der HFWU erwarten dich jede Menge Pluspunkte in Bezug auf deinen Auslandsaufenthalt im Studium. Und hier nochmals die wichtigsten Ansprechpartnerinnen im Überblick. Folge uns gerne auf Instagram und bleibe bei allen aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden. Oder komm bei uns im International Office in Nürtingen, in der Neckarsteige 6-10 oder in Geislingen, Bahnhofstraße 37 vorbei. Wir freuen uns auf dich.